Wir wollen uns das Duell Alice Weidel gegen Sarah Wagenknecht gestern bei Welt TV anschauen. In Form eines Fußballspiels bzw. Reportage. Wer hat gewonnen? Wer hat mehr Tore erzielt? Interessant dabei, die beiden haben jeweils den Ball rhetorisch ins Netz gedonnert, aber wie ich finde, beide haben auch etliche Eigentore geschossen. Zunächst zum Auftreten selbst. Wer wirkte souveräner, besser vorbereitet? Das war aus meiner Sicht Sarah Wagenknecht. Die Frontfrau des BSW spielte erkennbar ihre Routine als Dauergast in Talkformaten aus. Weidel hingegen ließ sich des Öfteren ihre Überraschung und sogar eine gewisse Unsicherheit anmerken. Ihr Spiel nach vorne war durch zu viel Ballgeschiebe im Mittelfeld gekennzeichnet. Anstatt nach vorne zu gehen, holte Weidel zu lange aus. Daher 1:0 für Wagenknecht. Doch inhaltlich war Alice Weidel besser, die, wenn es denn mal wirklich um deutsche Innenpolitik ging, eindeutig einen Kompetenzvorsprung hatte. Und Weidel zeigte ein breiteres Angebot an Politik, während Wagenknecht nahezu ausschließlich auf ein enges BSW-Publikum zielte. Heißt, Ausgleich 1:1. In der Debatte drosch als erstes Alice Weidel das Runde in das Eckige. Die Menschen in diesem Land, sie wollen einen politischen Wandel haben. Und dieser politische Wandel kann nicht vonstatten gehen, weil das BSW nun, wie wir jetzt im Osten auch sehen, als Steigbügelhalter fungiert. Das war eindeutig ein Treffer und damit steht es 2:1 für Weidel. Dieses Tor zeigte auch Wirkung bei Wagenknecht, die sich doch ein wenig pikiert gab. Zur Energiepolitik. Dort zeigte Weidel über alle Energieformen hinweg ein Konzept zur Energieversorgung Deutschlands auf. Wagenknecht hingegen bleibt letztlich bei Gasimporten aus Russland hängen. Mein Eindruck, die Energiepolitik ist für Wagenknecht nur ein Vehikel, um auch darüber ihre Russlandpolitik zu betreiben. Energiepolitik ist aber mehr als Nord Stream. Bei der Infrastruktur, ihrer Verbesserung und deren nötigen Finanzierung war Weidel, wenig überraschend, dafür, dass der Staat an anderer Stelle mehr sparen müsse, anstatt, so wie Wagenknecht das will, auch dies wieder mit Schulden zu finanzieren. Und da kommen wir zum ersten wirklich herrlich verwandelten Eigentor dieses Duells. Hören wir einmal kurz rein. Wäre ich ja sehr zufrieden, wenn man zum Beispiel in Sachsen diese Schuldenbremse auf für die Investitionen aufhebt, nicht für die konsumtiven Ausgaben. Wagenknecht möchte also die Schuldenbremse aufheben, um mehr Schulden machen zu können. Doch kurz darauf. Also wir halten fest, wir haben einen großen Dissens, was die Finanzierung von Investitionen angeht. Sie wollen neue Schulden machen, Sie wollen die Schuldenbremse einhalten. Sie möchten Kredite nehmen. Frau Wagenknecht will die Schuldenbremse aufheben, wie gesagt. Aber die Schuldenbremse will sie nicht aufheben, um Schulden zu machen, sondern Kredite aufzunehmen. Und seit wann sind bitte Kredite keine Schulden? Sorry, aber das ist einfach ein klares Eigentor. Damit kann auch hier Weidel jubeln. Kommen wir zu dem viel zu lange behandelten Aspekt Israel. Bei Wagenknechts Aussagen zu Israel stehen mir zwar die Haare zu Berge, aber dabei gilt, sie hat hier ihr Klientel mit zum Teil abstrusen Aussagen zu wahllosen Tötungen und anderem Quark bedient, aber darüber hinaus keine Punkte gemacht. Dafür hat Weidel sich ein vollendetes Eigentor gegönnt. Hören wir mal kurz rein. Wie stehen Sie dazu, Waffenembargo gegen Israel, was Frau Wagenknecht fordert? Ich habe Ihnen die Antwort tatsächlich eben schon gegeben. Jedes Land hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Man muss es an dieser Stelle so verstehen, dass Waffen geliefert werden sollen. Doch kurze Zeit später. So, wenn ich das so sage, also bezüglich des Waffenembargos, dann heißt es schon sehr klar, keine deutschen Waffen nach Israel. Das war vielleicht gerade missverständlich, wenn sich. Wie bitte? Was denn nun? Auf jeden Fall ein Eigentor Weidels, bei dem der Hinweis Wagenknechts, dass die AfD im Bundestag einen Antrag auf Waffenembargo abgelehnt hat, was übrigens richtig ist, schon nicht mehr ins Gewicht fällt. Übrigens, Israel liefert umgekehrt auch Waffen an Deutschland. Das aber nur nebenbei. Zur Migration. Dort gibt sich
Wagenknecht pikiert. Aber die Art und Weise, wie in Ihrer Partei darüber diskutiert wird, wo von millionenfacher Remigration gesprochen hat. Herr Höcke spricht davon 20 bis 30 Millionen Menschen. Also ehrlich gesagt, da wird mir übel. Mir auch, aber aus einem anderen Grund. Doch zuvor schauen wir uns noch einen anderen Aspekt an. Alice Weidel wirkte in diesem Teil der Debatte über Höcke äußerst defensiv und schwach. Sie wich hier aus und sprach über Extremisten in den etablierten Parteien, wie Nancy Faeser. Sie haben eine Nancy Faeser, die das Vereinsrecht missbrauchen wollte, um die Pressefreiheit einzuschränken. Also ich glaube, die Extremisten und die extremistischen Positionen sind in den amtierenden etablierten Parteien zu finden. Durchaus richtig. Doch in diesem Moment wirkte das ausweichend und schwach. Und Wagenknecht machte zu Recht den Punkt, respektive das Tor. Finde ich jetzt wirklich ein bisschen sehr, ich mal verstehe, dass Sie jetzt die Flucht nach vorn antreten. Stimmt, so wirkt es. Und deshalb Tor für Wagenknecht. Doch Weidel fängt sich und holt zum Gegenschlag aus, der gleich mehrfach gelingt. Ich komme darauf zurück. Sie waren, ich meine, da können wir jetzt auch drüber reden, von 1991 bis 2010 in leitenden Funktionen der kommunistischen Plattform, die den Stalinismus verherrlicht hat. Nicht mehr, aber nicht nur die Reaktion zu Beginn der Attacke zeigt Wirkung. Besonders lustig wird es aber jetzt. Sie schwärmen vom Wirtschaftsmodell von Venezuela und Kuba. Bitte? Sie können also, das über, das haben Sie in Ihrem Buch geschrieben. Sie haben ja gerade ganz lange vorgelesen. 2013 haben Sie das auch mal gesagt. Kuba und Venezuela ist ein super Wirtschaftsmodell. Nein. Warum nicht gleich Nordkorea? Sie müssen schon korrekt zitieren. Ich habe mir die Sache aufgeschrieben, um korrekt zu zitieren. Ach, Frau Wagenknecht hat sich die Sachen extra aufgeschrieben. Doch warum zitiert sie dann Björn Höcke? Nachweislich falsch, denn der hat nie von 20 bis 30 Millionen gesprochen, die abgeschoben werden müssten. Es gibt eine Aussage Höckes in Bezug auf die Demografie und die Überalterung der deutschen Gesellschaft. Dabei sagt Höcke, wenn in Deutschland 20-30% weniger Menschen leben, wäre das kein Problem. Hören Sie kurz rein. Japan ist ja auch ein stark überaltertes Volk, hat aber trotzdem nicht auf Einwanno gesetzt, als alle nach Einwanno geschrien haben. Wir werden auch ohne Probleme mit 20-30% weniger Menschen in Deutschland leben können. Das halte ich für ökologisch auch gar nicht. Im Gegenteil, es ist ökologisch sogar sinnvoll, tatsächlich oder darüber nachzudenken, dass die Bevölkerungsdichte nicht so hoch bleiben muss, wie es im Augenblick ist. Also ich habe keine Angst vor dem Bevölkerungsrückgang, wenn Maßnahmen eingeleitet werden, die langfristig die Bevölkerung wieder stabilisieren. Ja? Also es gibt ganz viele Maßnahmen, die wir da... Auch der Faktenchecker von Welt hat das moniert. Und damit hat sich Wagenknecht ihre teils sehr gut vorgetragene Höcke-Attacke selbst zerstört und sich in Wahrheit ein Eigentor geschossen. Gerade wenn man behauptet, man selbst würde, anders als der Gegner, richtig und sehr genau arbeiten und zitieren und schiebt dann anderen ein Zitat unter, wirkt das im Duell zunächst noch positiv, weil das der Zuschauer noch nicht weiß. Doch die Negativwirkung kommt hinterher. Das BSW hat sich übrigens zu unserer Nachfrage zu der Quelle des Zitats bis zur Veröffentlichung dieses Videos nicht geäußert. Doch die mangelnde Abwehr Alice Weidels und ihre sehr schlechte Defensive in diesem Abschnitt des Duells führt hier zu einem Gegentreffer. Fazit: Zuschauer, die nur nach der Neudeutsch-Performance, also dem schönen Schein, gehen, werden anders als ich Sarah Wagenknecht vorne sehen, die über weite Strecken souveräner wirkte. In der Politik ist das Wirken auf das Publikum ein gewichtiges Pfund. Wer ein inhaltliches Angebot erhalten wollte, ist dagegen bei Alice Weidel zu Hause.